Eine niedliche Fledermaus, ein gruseliges Gespenst oder auch eine gefährliche Schlange. Am Jeverschen Schloss war am Donnerstag so allerhand zu sehen. Keine Sorge, natürlich nicht in echt. Aber die Kinder der Paul-Sillow-Schule gaben sich schon ziemlich Mühe, die Kreaturen möglichst real aussehen zu lassen. Die vierte Klasse der Grundschule war eine von mehreren, die an der diesjährigen Zeltwerkstatt der Kunstschule Kiebitz teilgenommen hat. Einen Vormittag lang haben sie sich in verschiedenen Gruppen mit den unterschiedlichsten Kreaturen beschäftigt, die so im Schloss zu sehen sein könnten. Natürlich nur, wenn man ganz genau hinschaut. Neben der Gipswerkstatt arbeiteten andere Kinder mit Holz. Die Geschichten sollten Anregungen für ihre Holzarbeiten sein. Auf kleinen Platten kleben sie Holzstücke oder hämmern Nägel hinein, um so verschiedenste Figuren zu zeigen. Die Schülerinnen und Schüler haben sichtlich Freude an der Zeltwerkstatt.